Willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 18 Deluxe. Heute nicht alleine, sondern mit Celine. Hallöchen. So. Gut, heute bin ich Larry. Ich das Enkelmädchen, mein Standardcharakter mittlerweile. Ja, ich habe das Cool Cabrio mit den Knopfaugen und dem Parasegel. Ich habe das Jetbike, das Standardblaue Reifen und das Parasegel. Das Standardblaue Reifen. Ärger mich nicht. Ganz deine Rede, wenn du. Jo. 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 Man. Ja, ich weiß, du kennst mich nicht. Ich hau dich nach der Aufnahme. Okay. Ich finde es so schön, dass man einfach hupen kann, es einfach keinen Effekt hat, außer dass der Fahrer sich erschreckt. Nee, wenn du es häufig hintereinander machst, erschrecken die sich nicht mehr. Oder wenn die scheiß Trompete haben, dann erschrecken die sich auch nicht. Ja gut. Frei nach dem Motto, hey, ich hab was Besseres. Ich hab Luigi gerade geärgert, ich bin nicht an Luigi hergefahren, hab Luigi ja schon. Der ist doch schon gesteckt. Der Arme. Ja, ich hoffe, mich auf jeden Fall ein bisschen zu steigern im Vergleich zu den letzten Aufnahmen. So, wir waren die letzten Aufnahmen, du hast mir noch nichts davon erzählt. Wenn geil und beschissen so das Maximum bzw. Minimum ist, dann ist es irgendwo ganz weit hinter beschissen. Ich hatte ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich fahren dran. Aber ich glaube, mit dir zusammen könnte es nachher noch besser werden. Mit den 200ern. Warum? Du wirst es sehen, wie die NPCs dir eine reindonnern wollen. Mit 200ern. Wobei ich nicht genau weiß, ob das bloß im Singleplayer ist, wie die NPCs da auf einen losgehen. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe es auch nicht, weil das war nicht mehr schön. Ja, aber ich habe ja bei mir privat im Haus, halt habe ich vorhin den 200er durchzuspielen. Auf Gold, mit allen drei Sternen. Viel Spaß. Danke. Ich war froh, wenn ich... Alter, ich bin da auf dem 8., das sehe ich erst jetzt. Wie soll bin ich da hingekommen? Ich war doch vorhin noch auf dem 3. Das fällt dir aber sehr früh auf, ne? Geht's. Da kam übrigens auch standardmäßig immer dann, wenn ich mal was Gutes hatte. Der kommt bestimmt standardmäßig, wenn ich irgendwie generell was Tolles mal mache. Ich fand es so faszinierend. Ich hatte noch nie den Kugelwilli. Noch nie einen Kugelwilli? Ich war auf Platz 12 mit Abstand und ich habe keinen Kugelwilli bekommen, sondern drei Pilze. Oder einen Stern. Der Kugelwilli hat sich gedacht so, Digga, nee, ich helfe doch dem Vollidioten nicht. Ja, so ungefähr. Dem Vollidiot. Mhm. Vollidiot, Vollidiot. Ja. Toller Name. Für alle, die es nicht wissen, mir ist aufgefallen, dass ich... Also das war irgendwann mal random, wo mir aufgefallen ist, dass ich meinen Windows-Account so genannt habe. Vollidionsch, Vollidionsch. Und ich habe den danach nicht mehr abgeändert. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist so. Die Wahrheit zu sagen, Jonsch Vorname ist nicht Jonas, sondern Vollid. Vollid, wenn ich bitten darf. Mich schon auf dem 12. Nicht so pessimistisch sein, immer das Gute sehen. Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch. Irgendwoher kenne ich diesen Spruch doch. Stimmt, der kam von dir. Ja. Genau wie das, ich bin nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv! Ah! Bist du. Scheiß Ratchet! Scheiß Kugelwilli! Oh mein Gott! Tanuki Mario, du Arsch! Nein!
Oh Gott, jetzt haut mich das ja voll raus, Mann. Das war gerade die Stimme meines Leidens. Ah! Meinst du das? Also manchmal frage ich mich, ob die NPCs doof sind. Das frage ich mich auch, und dann wiederum kommt so ein Mastermind-Move, wo man denkt so, yo. Mir ist aber auch aufgefallen, dass es immer einen NPC gibt, der vom Spiel am meisten supportet wird als Antagonisten, sag ich jetzt mal. Meinst du, das ist der Bösewicht? Nee, das ist halt derjenige, der halt nach dir auf Platz 2 ist meistens. Meistens. Ja, es ist nicht immer so. Kommt immer auf die Runde an sich drauf an. Oh mein Gott, ich krieg das noch safe hin. Wieso 4 Pilze? Ich krieg das noch hin. Oh, hu, hu, hu. Ja, ich bin Zweiter. Oh. Ja. Alter, der arme Tanuki Mario, ey. Der arme Luigi. Weißt du, Luigi vor mir fährt einfach durch diese 2 Fragezeichenblöcke. Ich denke mir so, ja toll, bin da gerade dran vorbeigefahren, auf einmal sehe ich so, dass 2 Kästchen bei mir laden. Das heißt, ich habe die noch gepackt. Und der Typ, der genau hinter mir war, wer auch immer das war, hat keinen. Ja, das ist mir aber auch schon häufiger passiert, bloß meistens war ich halt der Typ, der hinten dran war. Deswegen tinkt man nicht während der Aufnahme. Aber ich hab Durst. Wasser ist was für Weicheier. Würde ich halt Wasser trinken. Ich trinke was Gesundes. Cola? Ja, passt auch hier zur Strecke. Wegen Cola-Wasserfall. Ja. Ey, Inkling-Mädchen. Auf den Windschatten war ich nicht vorbereitet. Ich auch nicht. Nein! Ey, ich fange dich gleich wieder. Ich warte nur, bis Luigi seine scheiß Banane abgeworfen hat. Danke. Danke, du Vollidiot. Ich bin mal gespannt, ob mein Joy-Con mich mal wieder verarschen will. So. Weil ich habe den kaputten Joy-Con, der wo ganz gerne mal den B-Knopf aktiviert. Was dann Rückwärtsgang ist. Während ich voll Karacho eigentlich im Vorwärtsgang bin. Auf einmal bremst meine Kart ab. Ich hab dir vorhin angeboten, dass wir nur einen Controller nutzen. Ja, ich weiß, aber ich zieh durch. Ich bin ein Macher. Komm jetzt bloß nicht mit, ich bin Macher. Ich bin's furchtbar. Wenn ich etwas mache, bin ich dann ein Macher. Wenn du nicht gleich aufhörst, bist du ein toter Mann. Ein toter Macher. Warte mal, bist du denn ein Todmacher? Ich mach dich gleich tot! Tragischerweise muss ich gerade sagen, es läuft gerade irgendwie viel zu flüssig für mich. Ja, ich warte auch schon ganz auf den Stachy. Ich warte nicht nur auf den Stachy, ich warte auf den verdammten Blitz oder sowas. Ja, war ja klar, dass ich jetzt in die Piranha-Pflanze reinkomme. Okay. Rund auf Platz 1. Stimmt, kein Problem. Ich war dicht hinter dir, Schatzi. Ich hab dich schon gesehen, als du in die Piranha-Pflanze reingerast bist. Aber du konntest mich nicht einholen. Ich hab dich kurz eingeholt. Ich war kurz Erster. Das war am Anfang. Das Ding ist, ich hab kurz irgendwas Blaues gesehen und dachte so, oh Gott, Stachy, und bin dann zur Seite gefahren. Stellt sich heraus, es war der fucking Inkling-Junge. Der scheiß Inkling-Junge. Luigi, dich hat niemand eingeladen, verpiss dich.
bei diesem Battle zwischen mir und meinen Freunden. Freunde? Freunde. Freunde, ja. Freunde, was ist das? Kann man das essen? Ach, fuck. Vorhin in der Einspielungsrunde habe ich es hinbekommen, hier alle drei Wege zu fahren. Als erster und dann kurz vor Ziel habe ich dann random noch Roy überholt. Wie auch immer der das geschafft hat. Schon wieder der scheiß Steinblock, Mann. Also da von dem Steinblock bin ich da erwischt worden und kam dann Roy und hat mich einfach random geholt. Verdammt! Schade, ich dachte, du fährst rein. Wow, scheiß Steinblock, Alter. Oh, the... Wenn man halt direkt rausgelassen wird aus dem Teil. Schade. Was hattest du vor? Dich zu treffen. Holy shit. Bist du wieder? Komm schon. Nein, diesmal habe ich den Boost nicht bekommen. Ja. Oh mein Gott. Gib Gummi. Mach Schnecke. Wobei es mir eigentlich ganz recht ist, wenn du es gewinnst. Weil du mich vorhin so eiskalt abgezogen hast. Nee, tatsächlich nicht, aber es wäre nur von Vorteil. Ich habe übrigens alle drei Wege zeigen können. Sehr schön. Oh Gott, da war irgendwas. Kann sein, dass eine Banane war für mich. Nee, ich glaube, ich würde gerade. Also, ich glaube, da war ein Item und. Du scheiß Steinblock, Mann! Nein, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Nein. Ey, jetzt. Nein! Jetzt lief's die ganze Zeit so gut! Ja. Es lief die ganze Zeit so gut und dann, oh Mann, was ist denn da passiert? Also ich glaube, da lag eine Banane von dir und dann wurde ich noch von hinten abgeschossen mit einer Feuerblume. Also ich glaube, so war das, aber ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, plötzlich war halt einer mit der Feuerblume, aber egal, ich bin trotzdem Platz 1 und mir ist es egal. Ich bin knapp hinter dir. Ja, egal. Egal. Wie der Wendler so schön sagt, egal. Regal. Leider regal. Ah, immerhin, ich bin Platz zum Platz 1 geworden. Ich hoffe, man sieht das gleich sehr schön. Genau, den Typ hinter mir habe ich nicht erwischt, aber irgendein Vollidiot von weit weg habe ich erwischt. Du bist eigentlich du die ganze Zeit gezeigt, Anni. Weil ich eindeutig die bessere von uns zwei bin. Aber ich habe doch Platz 1 gemacht. Aber vom Fahren bin ich die bessere. 900 Münzen gesammelt schon. Hm. Schauen wir uns noch kurz an, was wir ein für ein neues Car-Teil freigeschalten haben. Und es ist... Der Hybrid-Leiter! Ui. Schickes Teil. Okay, geht mehr auf Handling, glaube ich. Oder? Nee, Gewicht und Haftung. Gewicht und Haftung, okay. Ja, gut. Okay, dann würde ich aber sagen, beenden wir erstmal den Part für heute. Jo. Und ja, in dem Sinne, danke fürs Beigewesen sein, Zuschauen, Likes und Kommentare und bis zum nächsten Part oder auch nicht. Bye, bye.